Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Bauchtraining im Stehen. Wir werden also heute wirklich nur im Stehen bleiben. Denk gleich mal daran, dich aufzurichten, denn wenn wir aufgerichtet sind, das Brustbein heben, dann strafft sich ganz automatisch schon unsere Bauchdecke und wir trainieren natürlich den Bauch in allen Richtungen, in denen er auch uns Bewegungen vorgibt, seitlich in der Rotation, dann natürlich in dieser Seitneigung. Beugungsstreckung nicht im Stehen, denn das macht die Schwerkraft. Da brauchen wir keine Muskeln dazu. Also eher brauchen wir noch Übungen, die uns aufrecht halten, denn dafür ist der Bauch da. Zusammen mit der Rückenmuskulatur hält er uns wirklich aufrecht und stabil. Also seitlich, rotierend und stabilisierend. Viel Spaß, mach so mit, wie du dich wohlfühlst und so, wie es für dich okay ist. Pausen sind natürlich wieder erlaubt. Und zuerst beginnen wir, indem wir einatmen durch die Nase und uns mal richtig strecken und räkeln. Das durchblutet nämlich schon die Muskeln, die Rücken, die Bauchmuskeln. Also streck wirklich den Bauch. Spür, dass die Dehnung auch im Bauch ankommt. Die Faszien dehnen und die Muskeln durchbluten. Und kannst auch hier gleich Handrücken und Handflächen nach oben ziehen. Trete am Platz. Werde gerne auch größer und versuch, verschiedenste Positionen auszuprobieren. Einfach mal rumprobieren, wie du dich gern bewegen möchtest. Schöne Übung für zwischendurch. Dieses Strecken und Räkeln tut dem Rücken so richtig gut. Dann geht die Fußbewegung weiter und du löst mal deine Arme und lässt deine Arme pendeln. Und zwar, wenn du rechts abrollst, nach rechts, wenn du links abrollst, nach links. Drehst dich mit. Atem immer fließen lassen. Und vielleicht kannst du schon mal dran denken, deinen Bauchnabel ganz sanft in Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Das ist der Muskel, der den Bauch tatsächlich flach macht. Der tiefe, quere Bauchmuskel. Bewegung geht weiter. Nur deine Hände schließt du jetzt. Nimmst die Arme mal lang nach vorne und jetzt verlagerst du. Du tippst außen und lässt dich ganz locker einmal durchschwingen. Einmal nach rechts, einmal nach links. Deinen ganzen Rumpf in die Rotation mit einbeziehen, auch dein Becken mit einbeziehen, dein Knie nach innen drehen. So richtig locker. Das Ganze wird etwas kleiner. Kleiner werden, Füße hüftschmal. Und dann nimmst du beide Arme nach oben, streckst dich lang, atmest aus, lässt dich fallen, atmest ein, streckst dich, atme aus. Und jetzt, wenn du dich streckst, ziehst du dich auf deine Fußspitzen nach oben, atmest aus, lässt locker. Also einen kurzen Moment hoch und locker durchschwingen. Wirklich ganz bewusst Aufrichtung spüren, die Balance halten oder wackeln. Noch einmal und jetzt hältst du oben, versuchst es zumindest, machst mit den Armen eine ganz große Scherbewegung neben deinem Körper. Ich fixiere gerade einen Punkt, denn dann ist die Bewegung natürlich leichter. Und zur Mitte zurückkommen, Fersen absetzen, kurz Beine auslockern. Rechte Hand geht hinter den Kopf, die linke ist neben deinem Körper, beugt deine Knie so ein bisschen an und jetzt ziehst du dich nach links und kommst wieder zur Mitte zurück. Nochmal tief und hoch. Bauch spannen. Becken stabil halten. Schrägen Bauchmuskeln spüren. Noch zwei Stück. Bauch fest. Und fliegender Wechsel. Andere Seite. Tief und Mitte. Vielleicht merkst du auch einen Unterschied. Eine Seite geht leichter,
Noch fünf Stück. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. In der Mitte nochmal bleiben. Beide Hände hinter den Kopf und dann ziehst du dich nach rechts und nach links im Wechsel. Bleib stabil in der Mitte stehen. Lass dir ruhig Zeit und wenn du das Gefühl hast, dir wird schwindelig, mach eine Pause. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib in der Mitte, halte hier und jetzt kommt dein rechtes Bein nach oben und du ziehst es mit dem Ellbogen in Richtung Knie. Also Rippenbögen, Beckenknochen zueinander ziehen. Nach oben kommen und wieder tief. Nochmal. Schrägen Bauchmuskeln. Mal ausatmen am besten. Noch fünf, vier, drei, zwei und wechsel die Seite. Anderes Bein hoch, ausfringen deinen Bauch und tief. Geht noch dein Tempo. Fünf Stück noch, wenn du möchtest. Vier, drei, zwei und große Grätsche. Kurz die Arme auslockern, Schultern ganz tief ziehen, nochmal aufrichten. Brustbein zurück, Bauchnabel nach innen ziehen und dann kommt dein rechtes Bein nochmal nach oben. Und jetzt versuchst du, den rechten Ellbogen Richtung Knie zu ziehen. Schau mal, dass du hier mit zur Seite gehst. Jetzt kommt die seitliche Bewegung. Seitlich und komm wieder hoch. Und versuch ruhig dein Bein so ein Stück nach hinten zu kreuzen, dich lang zu machen. Nochmal seitlich, hoch, lang. Noch fünf. Seitlich bewegen. Ellbogen Richtung Knie. Das ist wichtig. Vier. Dass dein Oberkörper mitgeht. Zwei noch. Und gleich die Seite wechseln. Andere Seite. Einmal Knie hoch. Schau, dass es nicht nur hier ist, sondern du wirklich den Rumpf mitbewegst. Seitlich hoch. Ab. Noch fünf Stück. Fünf, vier, drei, zwei, einen und kurz lösen. Kurz mal so ein bisschen auslockern. Zweite und letzte Runde. Bereit? Beine auslockern. Hüftschmal stehen. Brustbein aufrichten, Bauchnabel sanft nach innen ziehen, rechte Hand hinter den Kopf und dann gehen wir zur Seite. Spannung. Wirklich seitlich, nicht nach vorne.
5, 4, 3, 2, einen wechseln und los geht's. Becken stabil. Atmen. 5 nur noch. Noch 5, 4, 3, 2. Komm zur Mitte, beide Hände hinter den Kopf und nochmal nach links und rechts. 2, 3. 4, 8 schaffen wir. Mit einem Tempo. 5, 6. Immer wieder nach innen ziehen den Bauchnabel. 7, 8. Und kurz lösen. Sehr schön. Einmal auf dein linkes Bein stellen. Dann kommen noch einmal die Hände nach hinten. Und jetzt ziehst du Knie Richtung Ellbogen und wieder hoch. Immer wieder aufrichten. Noch 5, 4, 3, 2 und wechseln. Hoch. Da wackeln. So, und die letzten 5 noch. 5, 4, 3, also ich spüre den Bauch. 2, ich hoffe, du auch. 1 und kurz lösen. Einmal etwas größere Grätsche, also so, dass deine Fußspitzen ein bisschen nach außen zeigen. Rechtes Bein anheben, dann deine Hand, dein Ellbogen Richtung Knie und dann darfst du gern hinten tippen. Und los geht's. Wirklich seitlich hochgehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wechseln. Ellbogen Richtung Knie und los geht's. Endspurt jetzt. Drei, zwei, einen und kurz lösen. Kurz mal mit deinem Becken in 8 formen, den unteren Rücken entspannen, locker lassen. Puh, ich hoffe, du hast das gemerkt. Es hat sich auf alle Fälle schon gelohnt. Eine Übung noch zum Schluss, nur für die Stabilisatoren.
Dazu stellst du dich ganz gut stabil auf, nimmst deine Hände mit dem Handballen zusammen, Schultern tief und jetzt rüttelst du mal ganz kleine, schnelle. Die Rotationen, die wird abbremsen, die werden abgebremst von der tiefen Rückenmuskulatur, von den kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule und deinem tiefen Bauchmuskel. Löse auf, kurz entspannen. Nochmal, Handballen zusammen, Schultern tief und rütteln, Becken möglichst stabil halten und natürlich atmen, nicht vergessen. Nochmal lösen. Eine Runde noch. Letzte Runde. Dann haben wir wirklich einen stabilen Bauch. Und los geht's. In den letzten 20 Sekunden ungefähr rütteln. Heb nochmal dein Brustbein, zieh den Bauchnabel sanft nach innen und gib nochmal Gas. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen lösen. Langstrecken, super. Einmal dich räkeln, strecken und die Füße wieder so ein bisschen schließen. Die Schultern locker lassen. Nochmal einatmen. Länge und nochmal ausatmen. Werde rund. Ein. Zieh dich ruhig so ein bisschen nach hinten auch. Du kannst gern auch deine Knie mal mehr strecken. Und aus. Ein. Und nochmal. Halte hier. Öffne deine Arme. Ellbogen zurückziehen. Und entspanne dich. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hast schon ein ganz stabiles Gefühl in deiner Körpermitte. Was auch wirklich eine schöne Übung zwischendurch mal ist, ist den Bauchnabel sanft nach innen zu ziehen. Also das Wort ich mal sagen, dann hast du schon ein super Bauchtraining für zwischendurch. Vielleicht denkst du mal ab und zu dran am Tag, egal ob im Sitzen, im Stehen oder im Liegen. Oder du interessierst dich besonders für so Bauchvideos, dann gib doch einfach in die Suchzeile bei YouTube Bauch und Gabi Fasten ein und dann kommst du bestimmt auch auf viele andere Videos noch. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich freue mich. Wenn du mich abonnierst, dann bekommst du, wenn du die graue Glocke drückst und dann auf alle gehst nach dem Abonnieren, dann bekommst du auch eine E-Mail, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube geladen habe. Und falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank natürlich. Freue ich mich mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich. Das kannst du, wenn du den Link unter dem Video deine Unterstützung aufmachst. Oder auf meiner Homepage, die lautet Gabi mit i-fastnerre.de. Auf der ersten Seite gleich, wo auch meine Termine stehen, wo ich so unterwegs bin, da ist auch dieser Button. Vielen Dank. Ich freue mich aber auch, wenn du ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!